Gut, meine Damen und Herren, jetzt kommt eine wunderbare Frau, eine der erfolgreichsten und meistbeschäftigten und besten deutschen Schauspieler. Sie von einem Film zum nächsten. Freue mich, dass sie in ihrem dichten Zeitplan heute ein kleines halbes Stündchen Zeit für uns gefunden hat. Herzlich willkommen, Alexandra Maria Lara. Das muss ich auch den vielen sagen, die mich jetzt fragen. Schöne und erfolgreiche Frauen wie du sind der Grund, warum wir wieder Gäste haben. Ja? Ja, wirklich? Nimm Platz. Ach, danke. Wirklich, das ist so. Man wird häufig gefragt, warum habt ihr wieder Gäste? Wie geht's? Gut, danke. Hast du gewählt? Ich habe gewählt, ja, per Briefwahl. Ach so, ja. Schon weit vorher? 3 Wochen vorher. Ohne dich jetzt fragen zu wollen. Ja. Ist das Wahlergebnis in etwa in deinem Sinn? Absolut, ja. Das passt eigentlich jetzt für jeden in diesen Zeiten, oder? Ja, eben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, ich hätte mir was anderes gewünscht. Nein, ist alles es gab toll. Ja nur Sieger. Der Souverän hat entschieden. Da, zum letzten Mal wurden so viele Arme hochgerissen im Film Der Untergang mit dir. Ja, wirklich. Ja. Schön. Ja, also wirklich, aber da natürlich aus ganz anderen Gründen. Ja. Aber es waren nur Siegerposen. Wo hast du den Wahlabend verbracht? In Bukarest. Also, beziehungsweise ich bin am Wahlabend zurückgekehrt, aber da war es schon geschehen sozusagen. Ja. Ich konnte nichts am Fernseher mitverfolgen. Ich muss fragen, bist du noch in Bukarest geboren? Ja. 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 Und da bist du mit deinen Eltern nach Deutschland Berlin, gekommen? Genau. Ja. Und warst du zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder in Bukarest? Nee, ich war dieses Jahr ziemlich häufig in Bukarest. Weil? Weil ich da gearbeitet habe. Und weil meine Oma da ja lebt. Und, aha. Ja. Sprichst du mit der Rumänisch? Ja. Was denkt man in Bukarest über uns? Naja, also, ich weiß nicht so recht. Ja, mal ehrlich, also, sind wir jetzt schon den Rumänen wurscht? Wahrscheinlich sind wir den Rumänen nicht wurscht, aber ich habe mich wahrscheinlich einfach mit anderem beschäftigt in den 2 Tagen, in denen ich da war. Ja klar. Wie ist es, wenn du zu deiner Oma kommst? Kocht die dann für dich? Backt die dann für dich? Ja, die freut sich immer sehr, wenn ich komme und ich probiere dann immer, mich von meiner besten Seite zu zeigen und dann haben wir meistens eine gute Zeit. Und ist sie dann besorgt, wie so der Enkelin in Deutschland, ob sie auch gut geht und in diesem Filmgeschäft, wie man hört ja so viel und so. Wirst du da so ein bisschen ermahnt? Ermahnt? Ja, ich werde mehr so neugierig gefragt, wie es mir so geht und wie ich mit allem zurechtkomme. Aber ich meine, du kommst ja aus der Theaterfamilie, ja? Ja. Dein Vater war, glaube ich, Intendant in Bukarest, genau. Sogar, wie ich das richtig weiß. Mhm. Und jetzt habt ihr zum ersten Mal was zusammen gespielt. Ja. Wo war das? In Rumänien, in Bukarest. In dem Theater oder im Film? Im Film. Februar, März dieses Jahres haben wir da zusammen gedreht, ja. Können wir den Film schon sehen? Demnächst. Ich glaube, Anfang nächsten Jahres können wir den sehen, ja. Du machst ja einen Film nach dem anderen, oder? Das wirkt immer nur so, glaube ich. Ich drehe schon viel, aber ich hatte jetzt gerade 5 Monate frei. Also 5 Monate frei ist natürlich eine lange Zeit, ne? Ja. Ja. Und dann machst du auch richtig Urlaub oder liest du dann schon wieder Drehbücher, was an neuem kommen sowohl könnte? Sowohl als auch. Also ich war auch im Urlaub, ich war auf Menorca, es war traumhaft, aber ich habe auch... Ich war Jurymitglied in Transsilvanien. Entschuldige bitte, was? Im Autohaus von Boris Becker? Nein. Das finde ich ja ganz interessant. Also Transsilvanien gibt es wirklich, ja? Transsilvanien gibt es wirklich, ja. Wo liegt das, kann man das auch, dass man es jetzt, wenn man die Karte nicht vor Augen hat, versteht, beschreiben, wo das liegt? Ja, man bestimmt, ich vielleicht lieber nicht. Also es gehört auch zu Rumänien? Es gehört zu Rumänien, und das ist ja. Da, wo auch Graf Dracula beheimatet sein soll? Ja. Den ich natürlich nicht getroffen habe. Als und das war das Transsilvanische Filmfestival oder welche ja, Jury genau. War das? Ja. Ja. Und da war ich Jurymitglied, das war großartig. 10 Tage lang, ja. Und wie ist das? Da wird doch sicher, mit diesen Ländern verbindet man wahnsinniges Essen und wahnsinniges Trinken. Wahnsinniges Trinken, ja. Ja, auch harte Sachen, Wodka? Ja, Zuica. Was ist das? Zuica ist der rumänische Schnaps sozusagen, ja. Den gibt es dann immer abends nach den Filmvorführungen und dann. Und sowas trinkst du auch? Sowas trinke ich auch, ja. Und verträgst du das? Das vertrage ich besser als sowas, ja. Als ein Pilz? Ja. Wirklich? Und vor allem im Gemisch natürlich wird es ja ganz tödlich. Ganz tödlich, ja. Hast du einen Bezug zu Bertolt Brecht? Ich habe Bertolt Brecht gelesen. Ja? Ja, sowohl an der Schauspielschule als auch an der Schule. Hast du auch mal eine Rolle gespielt aus einem seiner Stücke? Nein. Nie? Nein. Obwohl er ja eigentlich ganz gute Frauenrollen geschrieben hat, weil er ja immer die Frauen beschäftigen musste, die bei ihm in der Ausbildung waren. Ach so, ja. Er hatte ja so eine private Schauspielschule eigentlich um sich herum. Ja? Ja. Und hast du gewusst, dass unser Kanzler Brecht-Fan ist? Ich habe davon gehört, ja. Können Sie sich gleich morgen holen? Geschichten vom Herrn Keuner und die Brecht-Gedichte im Insel-Verlag.
ja, wirklich romantische, zu Herzen gehende Werke. Oh, lies doch mal was vor. Werke, vor allen Dingen von, nein, Lara, Alexander, darf ich dich bitten, dass du spontan, wie heißt es, prima vista auf der Leseprobe. Guck mal, das hier ist eine Geschichte, die dem Kanzler auch gefallen würde. Mühsal der Besten von Herrn Keuner. Nur 3 Zeilen, aber toll. Ja. Woran arbeiten Sie, wurde Herr K. gefragt. Herr K. antwortete, ich habe viel Mühe, ich bereite meinen nächsten Irrtum vor. Das könnte der Kanzler eigentlich, wenn der Kanzler das sieht, lädt er dich ein. Ja, das glaube ich kaum. Doch, Literatur, schöne Frauen und so, weißt du, das ist gerade jetzt, wo er in die nächsten 10 Amtsjahre geht, glaube ich, wäre das schon, da hat er einen Bezug. Ich habe hier ein Gedicht, ja, das ist unglaublich. Schauen Sie, dieses Gedicht heißt Über den enthaltsamen Kanzler. Ja. Ich habe gehört, wie zu Hause Buchstaben zu klein. Kommen Sie halt näher an den Fernseher ran. Hallo. Sie können ja auf allen Vieren kommen, wenn es schon später ist. Ja? So, ich habe gehört, der Kanzler trinkt nicht. Er isst kein Fleisch und er raucht nicht. Und er wohnt in einer kleinen Wohnung. Aber ich habe auch gehört, die Armen hungern und verkommen im Elend. Wie viel besser wäre doch da ein Staat, wo es hieße, der Kanzler sitzt betrunken im Kabinettsrat. Unvorstellbar. Dem Rauch ihrer Pfeifen nachsehend ändern einige Ungelehrte die Gesetze. Arme gibt es nicht. Tolles Gedicht. Hat Brecht geschrieben über den Kanzler. Kannst du ahnen, wie der Kanzler hieß, den er meinte? Danke an deinen Film. Na gut, das war damals der Reichskanzler. Du hast eben in der Probe gesagt, es wäre Brüning gewesen. Ja, ich dachte, Brecht hätte es früher geschrieben. Nein, wann war noch mal die Amtszeit von Brüning? 32 bis 32. Na gut, okay, da bin ich jetzt aber auch ein bisschen beruhigt, ehrlich gesagt. Nein, aber das sind ja wirklich solche Jahreszahlen, die du am Kopf schmeißen. Da hat ja überhaupt keiner einen Bezug dazu. Hier, das ist auch ein Gedicht, was mir noch sehr, sehr gut gefallen hätte. Die Regierung als Künstler. 2. Strophe. Gleich dem Künstler verfügt die Regierung über allerhand übernatürliche Kräfte. Ohne dass man ihr etwas sagt, weiß sie alles. Was sie kann, hat sie nicht gelernt. Sie hat nichts gelernt. Ihre Bildung ist eher mangelhaft, jedoch zauberhafterweise ist sie fähig, bei allem mitzureden, alles zu bestimmen, auch was sie nicht versteht. Hat unser Berti geschrieben. Dass der alles wusste. Ein verrückter Hund, meine Damen und Herren. Morgen. Es ist wirklich ganz toll, diese Gedichte. Nein, willst du es geschenkt haben? Möchtest du sagen? Sag ich nicht nein. Ja, bitte, nö. Und Geschichten von Herrn K. auch? Da sage ich auch nicht 2 Brecht-Bücher, man kann nie genug haben. Da hätte der alte schwere Nöter sich gefreut. Danke. Ich stelle sie trotzdem noch mal kurz ab, ja? Ja, natürlich. Ja. Du kannst sie auch hier lassen. Das ist ja nur eine schöne Geste und so. Ja. Aber obwohl, die sind wirklich gut. Also, das liest sie mal auch so zum Rumblättern und so. Diese Gedichte, da sind wirklich ganz tolle Sachen dabei. Ja, okay. Ja. Wann kommt der neue Film? Wir wollen dich nicht entlassen, ohne zu sagen, Doris Dörrie war die Regisseurin. Ja. Und der Film heißt? Der Film heißt Der Fischer und seine Frau. Ist das Märchen, das unser eins noch gelesen hat damals? Ja, meine Frau, die Ilsebill, die will nicht so, wie ich wohl will. Wirklich? Ja. Wer spielt den Fischer? Christian Ulm. Ah, Grüße bitte. Ja, der ist wunderbar. Ich sage auch Grüße. Ja, ganz liebe Grüße. Ja, wir sind ja Freunde. Genau. Doch, aber ich sollte auch explizit. Und das ist die Verfilmung dieses Märchens? Ja, also das ist eine moderne Adaption des Märchens. Aha, also kein Kinderfilm. Kein Kinderfilm, nein. Aber ein Film für die ganze Familie. Natürlich, selbstverständlich. Ja. Ja. Der startet am 20. Oktober. Wunderbar, da haben wir alle Zeit, uns den Film anzuschauen. Ja? Ja. Alexander, du warst lange nicht hier, 3 Jahre. Das lag aber auch daran, dass wir zum Teil keine Show hatten. Ja, ich bin so froh, dass es wieder eine gibt. Ja, das freut mich. Freut mich total. Und du kommst auch gerne wieder. Ja, klar. Ich hatte schon Angst, viele Gäste kommen nicht, weil man vereinzelt fehlinterpretiert wird, dass man irgendwie was über Gäste sagt. Und als wird es einem, aber über dich habe ich nie ein negatives Wörtchen gesagt, wirklich nicht. Auch nicht im Kanzlerzustand. Ganz im Gegenteil. Nicht? Ja. Oder? Ja. Über Alexandra Lara nur in höchsten Tönen. Ich fühle mich geehrt, danke. Weiterhin viel Erfolg, weiterhin viel Spaß in Rumänien. Dankeschön. Und wenn in Rumänien mal was gebraucht wird im Sinn von Theater oder Brechtabend oder so, wir sind da. Ja? Ja. Das ist ein Wort. Das wäre doch mal was, in Bukarest oder so. Das wäre auf jeden Fall was, ja. Also, Alexandra Maria Lara, meine Damen und Herren. Ja, hallo! Es geht ja zügig, mein Gott.